Auf ihrer Fußstreife durch Köln-Ehrenfeld werden Robin Sturm und Ben Decker Zeugen eines Streits. Weg jetzt! Nein, hab ich nicht! Nein! Hallo, hallo. Hallo. Haben wir hier irgendwie Probleme, oder? Ja, ich habe hier eine Cola gekauft und habe meine Tasche auf der Theke da vergessen und jetzt sind meine 400 Euro geklaut worden. Aha. Und er sagt, er war es nicht. Wer soll es denn sonst gewesen sein? Ich habe gesehen, wie Sie das da reingepackt haben. Ja, okay. Ich habe doch hier alles durchgeguckt. Hier ist doch kein Geld. Das ist doch Schwachsinn. Mann. Sie haben das doch aus meinem Portemonnaie geklaut. Jetzt geben Sie es doch zu. Nein, warum soll ich was zugeben, was ich nicht gemacht habe? Hier war doch sonst niemand. Das lässt sich doch bestimmt klären. Also in Ihrem Portemonnaie waren 400 Euro? 400 Euro, genau. 400 Euro Scheine, hier ist gar nichts mehr. Mhm. Ja, warum haben Sie jetzt so viel Bargeld dabei? Ist ja untypisch. Ja, ich war auf dem Weg zu einer Wohnung, die habe ich mir angeguckt und ich wollte die Küche da ablösen für 400 Euro. Ja, klar, verstehe ich. Und jetzt fehlt das Geld, ja? Genau, weg. Haben Sie schon alles durchgesucht? Ja, kann das nicht vielleicht irgendwo zwischengerutscht sein? Nein, ist es nicht. Ich habe alles durchgeguckt und er behauptet, ich hätte es in meinen Koffer getan. Das ist doch totaler Schwachsinn. Ja, also die Tasche und der Koffer sind von Ihnen? Ja, alles meins. Das heißt, wo war das Portemonnaie in der Zeit? Das war hier in der Tasche drin. Aha. Genau. Und die habe ich da am Tresen vergessen, als ich die Cola Darf ich auch mal reingucken? Ja. Vielleicht finde ich das ja. Schauen Sie mal. Ja, alles durchgeguckt. Viele manchmal, ne? Ja, kann ja sein. Manchmal rutscht es ja irgendwo dazwischen. Ja, aber ich habe es ja im Portemonnaie gehabt. Ich lasse 400 Euro nicht einfach los hier drin rumliegen. Ist nichts, alles durchgeguckt. Und im Laden in der Zeit waren nur Sie beide? Ja, zu der Zeit nur wir beide und dann bin ich halt um die Ecke gegangen, habe meine Cola getrunken und dann habe ich halt gemerkt, ich habe meine Tasche vergessen, bin sofort zurück und da war kein Geld mehr da. Okay, also Sie hatten die Sachen dort gelassen? Genau, die Tasche habe ich vergessen, beide meinen Koffer Sachen? Hatte ich mit. Nee, meinen Koffer habe ich mitgenommen. Also Koffer ist es nicht? Das ist nicht mal, ist nichts drin. Nee. Die Vermutung des Kioskbetreibers, dass es vielleicht irgendwo in den Koffer gerutscht sein könnte oder so, klang für mich schon eher wie eine Ausrede oder eine Schutzbehauptung. Nichtsdestotrotz müssen wir das natürlich überprüfen, kann alles passieren. Aber für mich war es sehr unwahrscheinlich, dass wir das Geld im Koffer finden. Sie sind hier der Betreiber? Der Kioskbesitzer, genau, richtig. Und Sie waren jetzt auch alleine hier mit ihm? Oder ja, war sonst noch ein Kunde da? Sie können mich auch durchsuchen, also ich habe wirklich nichts. Und in der Zeit, wo er jetzt quasi draußen war, waren Sie komplett alleine hier drin? Ist noch ein Kunde reingekommen oder sonst was? Nee, es war keiner mehr drin, nein. Ich war alleine, ja. Okay. Wo stand denn die Tasche? Die habe ich hier vorne liegen lassen. Direkt vorne? Genau, vorne drauf liegen lassen, habe ich meinen Koffer genommen, meinen Cola und dann bin ich rausgegangen und habe es einfach liegen lassen. Also hatte er eine Zeit lang, auch wenn es nur kurz war, Zugriff auf genau, die Tasche? Ja. Theoretisch, richtig. Theoretisch, ne? Ja. Und deshalb muss er es auch gewesen sein. Hier war doch sonst keiner. Er hat, er hat Geld gehabt und hat die Cola bezahlt, hat eine Cola gekauft. Und ich bin mir sicher, dass er seinen Koffer reingepackt hat. Aber haben Sie ja auch gesehen. Also, als Sie gerade kamen hier, da war nichts in meinem Koffer. Nee, ja, alles gut. Darf ich mich mal angucken hinter der Theke? Kannst du da vielleicht schon mal. Ja. Können Sie mir schon mal einen Ausweis geben? Und Sie einmal auch, bitte? Ja, Kameras habe ich jetzt hier keine gesehen, nur so Spiegel, die Sie deponiert haben. Ja, richtig. Ja. Der geschädigte Herr hier, dem die 400 Euro fehlten, gab auf Nachfrage an, dass er die für eine Auslösung einer Küche brauchte. Es ist ja auch untypisch heutzutage, dass man so eine größere Summe Bargeld bei sich führt. Und wenn man das dann hat für solche Fälle, weiß man, denke ich, schon ganz genau, wo man das aufbewahrt, nämlich im Portemonnaie oder wo auch immer. Okay, eine Menge Münzgeld, ein paar Fünfer, Zehner und ein Zwanni, also nicht besonders viel Geld. Schon gar keine Hunderter. Ja, es war heute noch nichts los und ich habe auch noch nicht geschafft, zur Bank zu gehen und noch ein bisschen mehr Wechselgeld zu holen. Und Ja, dann hat er die halt woanders hier gebunkert. Ich bin ja, das ist ja nicht blöd. Also es ist ja logisch, dass er nicht in die Kasse tut. Ich werde sie nochmal durchsuchen, ja. Können Sie einmal nochmal rum? Ja, gerne. Da der Kioskbesitzer die Tat abstreitet, müssen die Beamten ihm diese nachweisen. Doch bei der Durchsuchung stößt Robin Sturm auf etwas anderes. Noch einen Ring? Ja, das ist ein Erbstück. Ja, können Sie einmal möchte gerne wiederhaben. Ja. Ein Erbstück? Ja. Okay. Familienerbstück. Den haben Sie so in der Hose immer? Ja, der ist das ein Andenken oder was? Ja, genau, richtig. Das ist ein Familienerbstück. Ring fehlt Ihnen ja nicht, ne? Nee, mir fehlen nur die 400 Euro. Aber wie gesagt, hier ist ein Riesenladen, der hat ihn vielleicht irgendwo versteckt. Warten Sie mal, ist noch jemand im Laden? Ich habe da gerade was gehört. Eine Freundin habe ich besucht, ja, die ist gerade da. Mhm. Gerade haben Sie gesagt, hier wäre sonst niemand. Ja, also jetzt, der nichts gekauft hat oder so, meine ich. Darf ich den Ring bitte wieder haben? Nee, dann gebe ich ihn gleich zurück, sobald die Maßnahme durch ist. Mein Kollege guckt sich mal eben um. Hallo? Ach, hallo. Wer sind Sie denn? Ich bin die Nichte von dem Kioskbesitzer. Die Nichte? Ja, ich bin ab und zu hier, um auszuhelfen. Wie heißen Sie? Claudia Heinzen. Claudia Heinzen. Ich meine, wenn ich jetzt richtig an Sie haben gesagt, das ist eine Freundin. Ja, Sie ja. sagt jetzt Nichte. Was denn nun? Ja. Nichte, ja. Nichte oder Freundin? Er ist ein bisschen verwirrt manchmal. Okay. Ich bin die Nichte.
das ist mir hier ein bisschen zu eng. Lass uns mal kurz bitte wieder in den vorderen Bereich gehen und dann klären wir das mal, ja? Während der Sachverhaltsaufnahme haben wir dann plötzlich Geräusche aus dem hinteren Bereich des Kiosks gehört. Der Betreiber gab an, es würde sich um eine Freundin handeln. Die Dame gab spontan an, sie sei eine Nichte. Also schon mal widersprüchliche Angaben. Und immer wenn Widersprüche irgendwo auftauchen, ist das für uns schon so ein Anfangsverdacht, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Auf jeden Fall war das für uns dann eine verdächtige Person und die wir natürlich dann auch genauer überprüfen mussten. Können Sie mir mal Ihren Ausweis geben? Ich habe keinen Ausweis mit. Haben Sie nicht? Nein. Wir müssen aber einmal die Personalien checken von Ihnen. Das heißt, eine Jacke, können Sie die einmal ausziehen? Wieso sollte ich? Weil ich die einmal durchsuche. Na? Ja. Ja, erst mit einem Meter bitte zurück, ja? Wir checken das schon. Ausweis haben Sie also doch. Schauen wir einmal. Okay. Aha, das sind noch meine 400 Euro da. Was also, hat das denn zu heißen, dass das Ihre 400 Euro sind? Ja, warum sollen das genau vier... Alles gut, ja? Wir sehen ja, wir kommen vorwärts. Ich habe jetzt hier 4 100-Euro-Scheine. Ja, meine. Ja, wir regeln das, ja? Und nochmal zusätzliche 100 Euro in 20ern und 10ern. Also 500 Euro insgesamt. Wollen Sie dazu was sagen? Woher haben Sie die? Voll normal, Geld dabei zu haben. Das prinzipiell ist soll ich das nicht machen. Hallo, mal stehen bleiben. Hat was geklaut? Das kann doch nicht wahr sein. Mal stehen hier bleiben. Was wird das hier? Hier wird auch nur geklaut. Wir nehmen das mal auf den Tisch hier. Ablegen. Einmal das Ding runter, Brille ab. Was wollten Sie hier machen? Ich hatte Hunger. Hatten Hunger? Da sitzt du einfach hier rein und nimmt sich ein paar Haribos oder was? Ja. Aber dich kenne ich doch. Du warst doch heute hier. Nö. Waren Sie hier? Nee. Was haben Sie? Sie war total aufgelöst und sie war total fertig und war am Weinen alles. Und ich habe gesagt, was ist los? Dann hat sie mir gesagt, dass sie ihren Ring verloren hat, ein Erbstück und sowas alles. Und dann hat sie mir noch sogar noch Finderlohn 2000 Euro angeboten und hat mir ihre Handynummer dagelassen, dass ich sie anrufen soll, wenn sich einer melden würde. Haben Sie den Ring zurück? Nee, habe ich nicht. Ich hab also Sie waren aber hier? Ja, doch, wegen also dem doch. Ring war ich hier. Ja. Okay. Ich hatte ja vorhin den Ring auch gesehen. Ja, das... war das der Ring von der Dame? Ja, ob das jetzt der Ring war, das weiß ich nicht, aber... Ja, Moment, Sie haben doch gerade gesagt, das ist ein Erbstück von Ihnen. Ja, stimmt. Ja, das, ja, ja. Ja, was denn jetzt? Also es ist eben noch eine Frau reingekommen, also die jetzt hier. Kommen Sie auch mal bitte dazu. Eben nicht meine Nichte und auch nicht meine Freundin, sondern sie kam hier rein und war total happy und hat mir gesagt, sie hat einen Ring gefunden und ja, ich wollte ihn natürlich haben und weil ich wusste ja genau, dass das wahrscheinlich ihr Ring ist. Die Polizisten vermuten, dass die zwei Frauen unter einer Decke stecken. Da beide dies abstreiten, suchen die Beamten nach Beweisen. Frau Bonnie Feldberg. Hier klimpert irgendwas. Ansonsten, achso, ja. Und Handy habe ich noch. Das war's soweit. Ah, da schau her. Die habe ich gefunden. Weißt du, wie die Ringe aussehen? Ha. Der sieht genauso aus wie der Ring. Wie ihr Erbstück, ihr angebliches. So, jetzt noch mal der Reihe nach. Die Dame. Ja. Die ist zu Ihnen gekommen und hat gesagt, sie hätte den Ring verloren. Ja, genau, die war so ganz fertig am Weinen und alles. Und dann kam später die Dame und hat gesagt, sie hätte diesen Ring gefunden. Und das ist genau der Ring, den wir gerade bei Ihnen gefunden haben, richtig? Ja, genau. Die wollte dann, ja, sie hat gesagt, sie wollte 500 Euro haben. Und ja, dann habe ich gedacht, weil... Wollte mir die dann eben einfach nur borgen aus dem Portemonnaie. Ich wollte die auch wieder zurückbringen. Aha, da haben wir es doch endlich. Also, Sie haben die 4 100-Euro-Scheine von dem Herrn entwendet, genau, weil Sie damit der Dame den Finderlohn 500 Euro bezahlen wollten. Ja, und dann später die 2000 Euro von der Dame zu kassieren. Genau, richtig, genau. Aha. Dass im späteren Verlauf die zweite Dame beschuldigte, in den Kiosk rannte und da in unserer Anwesenheit einen Ladendiebstahl begangen hat, ist für mich ganz eindeutig nur ein Ablenkungsmanöver gewesen. Zum einen wusste sie, dass wir mit ihrer Komplizin da in dem Laden sind und ich denke, sie wollte ein Ablenkungsmanöver starten, damit ihre Komplizin eventuell flüchten kann. Dass sie jetzt genau in dem Moment Hunger hatte und sich da ein paar Tüten Süßigkeiten stehlen wollte, das macht für mich keinen Sinn.
Wir schreiben dazu eine Strafanzeige wegen Diebstahl. Ja. Das heißt, Sie bekommen nochmal Post von der Polizei. Ja. Sie haben alles, was Ihnen fehlte, wieder. Ja. Die beiden Frauen müssen sich wegen Betruges verantworten.